Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum zweiten Teil meines Aufgebrauchs im November, Dezember und ich glaube, dass das auch noch teilweise aus dem Oktober ist. Ich hatte ja schon länger davor, also vor dem ersten Teil, keinen Aufgebrauch mehr gedreht und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem zweiten Teil, weil es ist eine Menge und als erstes zeige ich euch hier ein Bett- und Körperspray mit Provence, Lavendel und Orangenöl. Das habe ich mir abends immer aufs Bett gesprüht und einfach aus dem Grund zwecks Lavendel beruhigt und mag ich sehr, sehr gerne und deswegen werde ich mir das auf jeden Fall auch wieder nachholen. Dann ganz einfach aufgebraucht hier einen Ebelin Nagellackentferner. Ja, ist ein Nagellackentferner, tut seinen Job, trocknet aber die Nägel aus. Ja, aufgebraucht eine Handcreme und zwar die Hallo Lichter Tanzhandcreme mit Jasmin- und Limonenduft. Das war diese hier von Isana aus 2017 aus der Winter Edition. Und ja, mochte ich sehr gerne, ist sehr, sehr schnell eingezogen und ja, hätte ich nicht so viel Handcreme, würde ich mir auch diese kleinen von Isana wieder nachholen. Aber ich habe genug in meinem Vorrat, deswegen kommt erstmal nichts nach. Ja, als nächstes hier leer gemacht von Guerlain eine Nachtcreme, die Midnight Secret. Die hatte ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen und ja, die habe ich sehr sparsam verwendet. Aber wenn man die verwendet hat, am nächsten Morgen, die Haut war so, so toll. Und ja, wäre die nicht so teuer, würde ich mir die definitiv nachkaufen. Aber sie ist halt einfach extrem teuer für 15 Milliliter. Es ist schon happig und ja, deswegen werde sie mir leider nicht nachholen. Ja, dann zweimal hier leer gemacht sind so Duschbomben von Bald 7. Da die liebe Jenny, ich glaube Jenny heißt sie, Miss Curly Jen auf jeden Fall, ist sie hier auf YouTube. Zeigt die immer her und ja, ich habe sie letztens beim Kaufland gesehen, habe mir gedacht, ach, die muss ich jetzt mal selber austesten und muss sagen, ich finde sie auch richtig gut. Es ist so zum Duschen einfach so ein schönes Erlebnis, finde ich richtig toll. Was ich schade bei dem Produkt finde, man kann sie theoretisch zweimal verwenden, aber ich kriege die Dinger nicht gebrochen. Es ist nicht möglich. Also das finde ich schade und es wäre cool, wenn Wild 7 das vielleicht noch verbessern könnte, weil das ist echt schade, weil für einmal duschen löst es sich dann mit diesen zwei Blöcken einfach zu langsam auf. Aber der Duft ist wirklich richtig, richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Ja, dann aufgebraucht hier von Ghoul das Langzeitvolumen. Sprühkur, die habe ich mir immer in die Haare gegeben. Gibt halt einfach nochmal so einen schönen Glanz, ein bisschen Volumen in die Haare. Finde ich ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob ich sie mir jetzt wirklich nochmal nachkaufen soll. Ja, weil ich wünsche mir einfach immer ein bisschen mehr Volumen. Auch heute ist es wieder recht platt, was ich eigentlich nicht so gern mag. Ich möchte gerne Volumen in den Haaren haben. Und da bin ich momentan auf der Suche nach besseren Produkten, die einfach wirklich gut funktionieren und wo die Haare aber auch nicht so stumpf aussehen. Ja. Wenn ihr da was habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann hat mein Freund hier aufgebracht von Balea Man das Fresh Antitranspirant hier in so einer kleinen Reisegröße. Das hat er sich mal geholt. Für einen Wochenendtrip, ja, roch ganz gut, hat glaube ich auch ganz gut geholfen und ja, könnte man sich vorstellen auch nachzukaufen. Von Balea habe ich hier aufgebraucht mit meinem Freund gemeinsam das regenerierende Shampoo Avocado. Ja, fand ich ganz gut, aber irgendwie hat mir da so das gewisse etwas gefehlt. Ich habe momentan noch das Blaue, das für Feuchtigkeit. Ja, aber es ist halt einfach, ja, da fehlt halt irgendwie das gewisse Extra. Also man muss danach wirklich schon mit einer guten Spülung und einer guten Kur rangehen, damit die Haare einfach schön gepflegt und ja, toll aussehen. Ja, einmal aufgebraucht hier meine Paradise Ecstatic Mascara. Ich liebe die. Ich bin momentan so ein bisschen am Testen von Mascaren. Aber das ist eigentlich so eine Mascara, die richtig, richtig gut ist und einfach wirklich Volumen macht. Also die wird definitiv wieder nachgekauft. Ja, dann habe ich Wattepads aufgebraucht und man merkt an der Menge an Wattepads, dass es schon etwas länger her ist. Und zwar zweimal hier die D-Make-Up Wattepads für meine Augen, da verwende ich die einfach sehr, sehr gerne. Dann einmal hier die normalen Wattepads von Isana, verwende ich hauptsächlich zum Nägel ablackieren.
Und zweimal hier die Wattepads von Evelyn, die Maxi-Wattepads. Die mag ich sehr, sehr gerne, einfach um mir das Rosenwasser, Gesichtswasser aufzutragen und damit nochmal übers Gesicht zu gehen, finde ich mit denen einfach am besten. Ja, dann habe ich hier zwei Seren, einmal von Caudalie, das Venus Gore Serum. Fand ich in Ordnung. Weiß ich nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Und einmal habe ich hier aufgebraucht von Balance Me Natural Skincare Congress Skin Serum. Das ist dieses hier. Ja. Es hat meiner Meinung nach nicht irgendeinen Effekt gebracht, deswegen würde ich mir auch das nicht unbedingt nachkaufen. Ja, von Bobbi Brown hatte ich hier mal so eine Probe in einem Paket drin. Das ist so ein Instant Longwear Make-up Remover. Ja, fand ich in Ordnung, hat das Make-up gut runtergenommen. Ob es der Make-up-Entferner sein muss, sei mal dahingestellt. Ich finde, günstige aus der Drogerie tun es da auch. In der Glossy Box hatte ich hier mal drin von Schwarzkopf das Oil Ultime Rose Finishing Oil. Das ist hier diese kleine Probegröße gewesen und das fand ich richtig gut. Das roch auch so richtig angenehm nach Rose, also nicht so nach einer modrigen alten Rose, sondern so angenehm nach Rose. Deswegen mochte ich das in den Haaren auch sehr, sehr gerne. Habe ich mir einfach sehr gerne unten die Spitzen einfach gegeben. Und ja, fand ich echt gut. Würde ich mir nachkaufen. Ja, von Garnier habe ich hier einmal aufgebraucht das Skin Active Micellenreinigungswasser für trockene und empfindliche Haut. Also wenn ich die mit den ölhaltigen vergleiche, dann würde ich mir eher wieder das hier nachkaufen als die mit Öl. Weil das wird von meiner Haut einfach besser vertragen. Kann ich auch für die Augen hernehmen. Und fand ich eigentlich ganz gut. Von CD ein Cremebad, die Kuschelzeit habe ich hier aufgebraucht. Beeren und Mandelmilch. Und Leute, das ist so toll. Ich liebe diesen Duft. Das ist so ein schöner, frischer, fruchtig, leckerer Duft. Mag ich richtig gern. Macht sich in der Badewanne richtig gut. Hat einen schönen Schaum. Und werde ich mir nächstes Jahr definitiv nachholen. Von Rosens einmal aufgebraucht das Rosenwasser, das mag ich hier einfach mit am liebsten einfach als Abschluss für die Tagesreinigung, also für Abendroutine, für die Morgenroutine mag ich das sehr, sehr gerne. Es tut meine Haut gut, ich weiß nicht warum genau dieses Rosenwasser, aber wenn ich das nicht verwende, dann merke ich das und dann nehme ich das wieder her und ich liebe es einfach. Von Tedesept hier aufgebraucht die Mandelmilch Pflaume, das Duschcreme, glaube ich, ist es. Und das ist so ein leckerer, schöner Duft gewesen. Der hat mir so gut gefallen. Pflaume mag ich, Mandelmilch vom Geruch her mag ich. Und ja, beides in einem ganz, ganz toll. Von Manhattan habe ich hier einmal das Insta Prime & Set Fixing Spray aufgebraucht. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Finde ich für den Alltag einfach top. Nehme ich deswegen immer gerne her für mein Alltags-Make-up. Und ja, habe ich auch schon wieder ein neues in Verwendung. Liebe ich einfach. Dann, die habe ich schon ein bisschen länger in meinem Bad stehen gehabt, ist hier die Kuschelzeit Orange, Zimt und Kardamom. Das, glaube ich, war aus dem aus Winter 2017, glaube ich. Habe ich jetzt vor kurzem aufgebraucht. Ist auch ein sehr, sehr schöner Duft. Einfach so schön winterlich, weihnachtlich und ja, macht auch einen richtig tollen Schaum. Also die Tedesept-Bäder, wenn ihr wirklich Schaum haben möchtet, dann schaut euch die an. Die sind richtig gut. Von Coca-Cola die Lip Smacker sortiere ich jetzt aus. Die sind fast nicht gebraucht, aber die riechen einfach nicht mehr gut. Also so, wie sie am Anfang gerochen haben. Ja, riechen sie halt einfach nicht mehr. Und wirklich eine Pflege für die Lippen haben sie auch nicht gehabt, deswegen kommen die jetzt weg. Dann habe ich hier von Juvena das Master Caviar Night Cream aufgebraucht. Und die fand ich auch richtig gut. Also die habe ich auch bis zum Schluss leer gedudelt. Wenn ich jetzt die mit der Guerlain vergleiche, finde ich die Guerlain besser. Aber preislich, glaube ich, ist die hier einfach mehr im Rahmen. Also sage ich jetzt mal. Müsste ich jetzt nochmal schauen.
Aber wenn, dann würde ich mir die hier eventuell nochmal nachkaufen. Ja, von Shiseido hatte ich hier eine Probegröße von so einem Konzentrat drin. Das sollte energieaktivierende Essenz sein. Ja, war ein Serum, hat der Haut gut getan, aber auch hier muss ich sagen, ich habe da einfach keinen wirklichen Effekt von gemerkt. Also wo ich sage, wenn ich jetzt ein alternativ günstigeres Serum hernehmen würde, merke ich halt da keinen Unterschied bei den Serum. Dann einmal aussortiert. Man sieht es auch hier, es ist richtig wässrig und so gelblich verfärbt. Und ich habe davon auch wieder extrem Probleme an den Augen bekommen. Das ist mir anscheinend gekippt. Ja, es ist nicht mehr gut und deswegen sortiere ich das aus. Am Anfang fand ich das richtig gut, aber dass es nicht mal die 6 Monate durchhält, die hinten draufstehen, finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Ja, von Estée Lauder habe ich hier einmal das Soulmate aufgebraucht. Das ist auch ein richtig schöner Duft. Habe ich früher sehr, sehr gerne getragen. Ja, mittlerweile muss ich sagen, ist es nicht mehr ganz so mein Fall. Deswegen kaufe ich mir das hier auch nicht mehr nach. Ja, von Lancaster hatte ich hier eine Probe drin. Und zwar ist das ein Shield & Glow Primer 2-in-1 SPF 30. Und hier steht drauf, Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen. Tragen Sie das Produkt jeden Morgen gleichmäßig nach Ihrer Tagescreme und vor Ihrer Make-up-Routine auf. Ja, fand ich echt gut. Also muss ich sagen, fand ich richtig gut. Hat mir gut gefallen und ja, könnte ich mir vorstellen, hier auch mal die große Größe zu kaufen. Ich habe noch einen so ein Sachet da. Ich werde es nochmal testen in ein paar Wochen. Und ja, wenn es mich dann immer noch überzeugt, dann glaube ich, hole ich mir das mal in groß. Ja, dann einmal hier von Balmy. Der ist eigentlich ziemlich unten. Ich will den Rest auch nicht mehr rauskratzen. Der kommt jetzt weg. Ja, war eine ganz angenehme Lippenpflege. Würde ich mir jetzt aber nicht nochmal nachholen. Und dann hier einmal aus der Winter Glow LE so ein Lip Scrub. Man sieht, ich habe den auch ein paar Mal verwendet, aber ich weiß nicht, der hat irgendwie nicht so hundertprozentig funktioniert, deswegen kommt der jetzt weg. Von DM hatte ich mir hier mal mitgenommen im Sale die Propolis Rose Colors Mask für Moisturizing und Shiny. Und Leute, die war richtig gut. Also das Gesicht hat sich danach so schön angefühlt, so geschmeidig, so aufgepolstert durch die Feuchtigkeit. Fand ich richtig gut und möchte ich mir definitiv nochmal nachkaufen. Genauso dieses Produkt hier. Also das war nochmal eine Spur besser als das andere. Richtig toll. Die Haut war auch hier richtig schön aufgepolstert. Hat so einen frischen Glow gehabt, hat richtig gut getan und man hat auch einen Tag später noch was davon gemerkt, also fand ich auch richtig, richtig gut. Bleiben wir bei den Masken, würde ich sagen. Da habe ich hier nämlich noch eine aufgebracht von Balea, eine Tuchmaske. Ja, war halt dieser Faultier-Hype, sage ich mal. Vom Duft fand ich es ganz angenehm, Pflegewirkung ist halt hier so gut wie nicht da. Also da muss ich sagen, merke ich heute nichts. Ja, dann einmal hier aufgebraucht die Erdbeer-Peeling-Maske. Vom Duft her auch richtig gut. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, die hat gebrannt auf der Haut bei mir. Würde ich mir deswegen jetzt nicht mehr nachkaufen. Dann aufgebraucht hier von Sephora die Almond Food Mask. Die mag ich richtig gerne. Also wenn die Füße mal wieder so eine richtige Strapaze hinter sich haben, so richtig trocken und ausgedörrt sind, sage ich jetzt mal, dann ist das so der absolute Lebensretter. Die pflegen, die tun gut. Ich lasse die länger als, was ist hier angegeben, 20 Minuten. Ich lasse die teilweise Stunde oder anderthalb Stunden dran, Socken drüber und dann ist gut. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne und werde ich mir definitiv nochmal nachkaufen. Was mir auch sehr, sehr gut von Balea gefallen hat als Tuchmaske, ist hier diese Sweet Macaron. Und die fand ich wirklich richtig gut.
Duft war auch richtig lecker nach Erdbeer, so milchige Erdbeer irgendwie. Hat mir richtig gut gefallen und auch von der Pflegewirkung war sie für eine Balea-Maske richtig gut. Ja, dann habe ich noch drei Badezusätze. Einmal das Karamell-Schaumbad, was hier noch ein bisschen ausläuft. Ja, hat wirklich nach Karamell geduftet. Schaum, ja, nee, fand ich jetzt nicht. Also da hätte ich, glaube ich, noch mehr gebraucht. Ja, da braucht man ein Schaumbad drauf schreiben, meiner Meinung nach. Also es hat wirklich nicht geschäumt, so wie bei dem TTZ jetzt zum Beispiel. Da kann man wirklich von einem richtig schönen Schaumbad sprechen. Dann von Dresden Essence das Winterglück. Das mag ich ja auch richtig gerne im Winter. Hat halt einfach diesen schönen, weihnachtlichen, warmen Duft und liebe ich einfach. Ja, von Kneipp hier einmal die schmeichelnden Badekristalle mit Pflegeöl, also mit Avocadoöl. Fand ich auch richtig gut, hat einen schönen frischen Duft gehabt. Und die Haut war danach richtig schön gepflegt und hat sich schön samtig angefühlt. Fand ich deswegen wirklich richtig gut. Und das letzte, und dann sind wir auch schon fertig, Crazy Orchid Love von Tracky Moon. Ja, das ist halt so ein schöner, blumiger Duft. Und ja, ich glaube, den würde ich mir aber nicht mehr nachkaufen. Nee, genau. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt alle meine Produkte, die ich aufgebraucht habe, so im Dezember, November, Oktober. Und ja, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wenn ihr von den Produkten auch irgendwas schon mal getestet und aufgebraucht habt und wie ihr das Produkt so fandet. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!